Das Aufladen erfolgt über das Ladekabel im Twizy. Bei ausgeschalteter Zündung öffnen Sie die vorne am Fahrzeug befindliche Klappe und ziehen Sie das Ladekabel am Stecker vollständig aus seiner Halterung. Schließen Sie das Kabelende an die Stromquelle an, ohne das Kabel zu stark zu ziehen. Die Kontrolllampe zeigt an, dass es korrekt angeschlossen ist. Der Pfeil blinkt und zeigt an, dass die Antriebsbatterie auflädt. Der Ladezustand in Prozent wird auf der Instrumententafel angezeigt. Sobald das Aufladen erfolgt ist, erlischt die Instrumententafel. Trennen Sie das Ladekabel von der Stromversorgung. Verstauen Sie das Ladekabel wieder in seiner Halterung. Schließen Sie die Klappe und überprüfen Sie die Verriegelung. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel, keine Mehrfachsteckdose und keinen Adapter, da dies zu einer Überhitzung dieser Elemente führen kann und somit ein Brandrisiko darstellt. Die Wandsteckdose, an der Sie das Ladekabel anschließen, muss den geltenden Normen und Vorschriften entsprechen. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung.